Seit Tagen spricht alles über die Türkei-Krise. Jetzt heute die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz. Das beschäftigt nicht nur die Staatsoberhäupter in Brüssel, sondern natürlich auch das Parlament. Und diese Woche ist Sitzungswoche. Unser Mann in Straßburg ist Klaus Weber. Klaus, wir haben gestern bereits ausführlich über die Türkei und die Folgen der Auseinandersetzung mit Staatspräsident Erdogan gesprochen. Heute jetzt diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Spielt das auch eine Rolle auf den Gängen? Also es spielt nicht überall eine Rolle, aber doch in einigen Fraktionen, vor allem die Linken, sagen, dass dieses Kopftuchverbot oder das teilweise Kopftuchverbot nicht zielführend sei, sondern dass man vielmehr die Konflikte, die darunter liegen, bearbeiten muss. Weitere Fraktionen enthalten sich bislang der Stimme. Natürlich redet man hier auf den Fluren über dieses Thema. Neben den vielen anderen Themen, die hier gerade aktuell eine Rolle spielen, Sie sprachen es ja an, die Türkei. Aber das Kopftuchthema beschäftigt auch die Europäische Volkspartei. Mit deren Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber konnte ich auch über dieses Thema sprechen. Hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. Ich glaube, dass es ein kluges Urteil war, das EuGH, weil es die Flexibilität vor Ort belässt, zu entscheiden, wie man mit diesen ideologischen und interkulturellen Fragen umgeht. Ich glaube, das ist gut. Weiteres großes Thema natürlich die Türkei. Das Gepolter geht weiter aus Ankara und Istanbul. Ist denn überhaupt noch, gibt es eine Möglichkeit der Deeskalation in diesem Streit? Jeder, der sich die Entwicklung anschaut, ist überrascht und ein Stück weit schockiert, ob des Tones, den jetzt Präsident Erdogan jetzt anschlägt, auch gegenüber der deutschen Bundeskanzlerin, das ist inakzeptabel. Und wenn der Ton sich nicht ändert, wird es auch Konsequenzen im Verhältnis haben müssen. Das geht gar nicht anders. Wir wollen keine weitere Eskalation, wir wollen die Partnerschaft. Aber es müssen ein paar Grundprinzipien klargestellt werden, nämlich der Ton ist inakzeptabel und wir wollen auf europäischem Boden keinen türkischen Wahlkampf. Die Türkei soll über ihre Verfassung entscheiden. Es ist ihr gutes Recht, es zu entscheiden, immer in einer Volksabstimmung, aber bitte nicht Wahlkampf auf europäischem Boden. Das Parlament hat sich ja schon im November entschieden, alle Verhandlungen mit der Türkei einzufrieren, was den Beitritt angeht. Bleiben Sie bei dieser Haltung? 70 Journalisten sind im Gefängnis, Medienhäuser wurden komplett geschlossen, Beamte sind entlassen bzw. eingesperrt worden. Die Türkei geht für jedermann offensichtlich in die falsche Richtung. Sie entfernt sich von europäischen Werten. Und deswegen war es uns im Europäischen Parlament, übrigens parteiübergreifend, wichtig deutlich zu machen, dass wir jetzt nicht weitermachen, es sei nichts passiert. Wir müssen ein Signal senden. Und das Minimum ist, dass wir, solange die Türkei nicht weiß, in welche Richtung sie geht, also solange auch das Referendum läuft, solange müssen wir die Beitrittsgespräche jetzt aussetzen. Und ich hoffe mir auch, dass es dann nachher möglich ist, einen Neustart der Beziehungen anzugehen. Die Türkei braucht Europa wirtschaftlich. Wir wollen auch gute nachbarschaftliche Beziehungen. Aber wir sollten endlich die Vollmitgliedschaft zu den Akten legen. Sie wird nicht funktionieren. Wir sollten zurückkehren zum normalen partnerschaftlichen Verhältnis. Also nach wie vor die Haltung, keine Vollmitgliedschaft für die Türkei von Ihrer Fraktion? Für CDU und CSU, auch für meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, ist klar. Wir wollen keine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Und es ist für jedermann, denke ich, schon sichtbar, dass das in weite Ferne rückt und gerückt ist. Und deswegen sollten wir einfach vernünftig jetzt uns an den Tisch setzen, die Sachen, die wir gemeinsam lösen wollen. Beispielsweise bei der Flüchtlingsfrage funktioniert das Abkommen ja, ist ja gute Entwicklung, dass wir das, was Sinn macht, jetzt miteinander anpacken und damit auch beweisen, dass die Beziehungen auch für beide Seiten Vorteile haben. Also wir sehen auch hier im Europaparlament verschärft sich der Ton gegenüber der Türkei. Und man fragt sich hier allenthalben, wie man jemals wieder die Deeskalationsstufe erreichen kann. Also die tiefe Sorge über das Verhältnis der Türkei ist das Thema Nummer eins hier in den Fluren und Gängen des Europaparlaments. Klaus, Sie haben es angesprochen, es wird natürlich nicht nur über die Türkei oder über das Kopftuch gesprochen. Es gibt zig andere Themen. Zum Beispiel morgen hat ein neuer Regierungschef seinen, sagen wir mal, Antrittsbesuch und keinen unwichtigen. Der italienische Regierungschef Gentiloni stellt sich vor und wird über die römischen Verträge bzw. das Jubiläum der römischen Verträge dort sprechen. Was erwartet die Parlamentarier? Also es ist zunächst einmal, das muss man ganz klar sagen, ein Überraschungsbesuch, stand gar nicht auf der Tagesordnung, wurde gestern hier angekündigt, dass Paolo Gentiloni hier dem Europaparlament quasi zur Verfügung steht. Er wird erzählen, wie weit denn die Vorbereitungen gediehen sind, was diese Feier zu den römischen Verträgen angeht, die ja in drei Wochen ansteht, circa zwei Wochen ansteht. Und da wurden ja schon einige Vorschläge eingereicht, auch von anderen Staats- und Regierungschefs, gerade jetzt beim Gipfel letzte Woche wieder.
Und da wird man drüber reden und man wird sehen, wie weit man da ist. Es wird sich natürlich auch noch Antonio Tajani, der neue Europaparlamentspräsident, zu Wort melden. Tusk und Juncker werden auch reden. Es ist ein informeller Austausch über die römischen Verträge. Das Parlament hat ja da wenig Mitspracherecht. Also man wird mehr oder minder informiert und kann sich einbringen. Auch wird man noch ein wenig über das Europa nach dem Brexit reden. Also das spielt morgen auch eine Rolle in dieser Debatte. Insgesamt sicherlich eine sehr, sehr spannende Debatte, die wir ja dann morgen auch live übertragen werden. Sie haben es gesagt, Klaus Weber. Herzlichen Dank nach Straßburg.